Sie haben in Ihrem Wahlprogramm ein kurzes Kapitel zum Bereich EU-Politik. In Ihrem Parteiprogramm allerdings fehlt ein eigenes EU-Kapitel. Und deswegen wollte ich die Frage stellen, was ist die Einstellung der FPÖ zur Jugendpolitik? Ich glaube, das Wichtigste, was wir tun müssten im Bereich der Jugendpolitik, ist einmal auch bei der Ausbildung anzusetzen. Mehr Geld in die Universitäten auch zu pumpen, den freien Hochschulzugang sicherzustellen. Die Studiengebühren werden jetzt ja abgeschafft, und zwar für alle diejenigen, die halbwegs zügig studieren, mit $2 Semestern. Für diejenigen, die länger studieren, wird es Studiengebühren geben, aber nicht für Werkstudenten. Dann bei den Lehrlingen haben wir vorgeschlagen, dass in jener Zeit, wo der Lehrling in der Berufsschule ist, nicht der Betrieb die Kosten für den Lehrling trägt, sondern die öffentliche Hand die Kosten trägt. Was gedenkt die FPÖ gegen die steigende Jugendarbeitslosigkeit zu unternehmen? Ja, dazu brauchen wir vor allem Arbeitsplätze im Land. Und ich glaube, die beste Form, diese Arbeitsplätze zu schaffen, ist, dass man sich ganz, ganz stark auf die kleinen und mittleren Betriebe konzentriert. In einem großen Betrieb zählt also wirklich nur das Ergebnis, und da ist man dann auch gleich wieder weg vom Fenster. Meine Frage ist jetzt, warum die FPÖ plötzlich ein Problem mit den muslimischen Familien hat? Naja, nicht ein Problem mit den Familien. Wir stehen da ein bisschen auf der Bremse, weil wir aufgrund dieser Tatsache, dass die alteingesessenen Österreicher so wenig Kinder bekommen, sehr klar sind entwickeln, dass die muslimische Bevölkerung sehr stark wächst und die bisherige Bevölkerung in Österreich einfach zurückbleibt. Und deswegen bemühen wir uns auch, dass auch also die anderen Bevölkerungsgruppen auch wieder mehr Kinder bekommen, damit es eine gewisse Ausgewogenheit geben kann. Ist die Frage, wie steht die FPÖ zum Thema Verbotsgesetz? Gerade beim Verbotsgesetz ist es ja so, dass es ein Spannungsfeld ist. Einerseits die Position, wo man sagt, diese Zeit war ganz, ganz fürchterlich, was da passiert ist, war ein schlimmes Verbrechen, daher sollen auch Äußerungen in diese Richtung verboten werden. Das ist der eine Standpunkt. Und der andere ist, dass man sagt, es gibt eine freie Meinungsäußerung und jemand kann sagen, was er will, auch wenn es noch so blöd ist. Aber ich glaube, gerade beim Verbotsgesetz wäre es notwendig, wenn man wirklich eine Änderung haben will und sagt, gut, soll jeder sagen, was er will, dann sollte man darüber auch die Bevölkerung fragen. Es ist schon eine heikle Zeit auch für uns gewesen. Das war nicht irgendetwas, was damals passiert ist oder irgendwas, sondern man muss dann schon schauen, wenn man das lockert, wenn man das anders macht, dann sollen das die Bürger auch entscheiden. Und ich halte alles, was es diese NS-Zeit verharmlost, für einen wesentlichen Blödsinn. Und wer das behauptet, ist es auf dem Holzweg. Aber wenn er das sagen will, dann soll er sagen, er soll auch deswegen kritisiert werden, es soll auch gezeigt werden, dass es ein Unsinn ist, aber er soll es sagen dürfen. Im Programm der FPÖ wird das Christentum als eine der wichtigsten Grundlagen unserer heutigen Gesellschaft genannt. Wie lässt sich Ihre radikale Einwanderungspolitik, ich denke dabei vor allem an die wiederholten, sehr ausländerfeindlichen Wahlplakat-Slogans, mit ihrer christlichen Wertvorstellung vereinbaren? Ich glaube, beim Asyl, wer Hilfe braucht, der soll es in Österreich auch, zu dieser Hilfe auch in Österreich erhalten. Das ist ganz wichtig. Und bei der Zuwanderung, wer wirklich Österreicher werden will, wer auch eine Qualifikation hat, die ja abgefragt wird, also der auch eine Arbeit findet in Österreich, der soll in Österreich die Chance haben, sich eine Existenz aufzubauen. Wer aber das System missbraucht oder ein Verbrechen in Österreich begeht, als Gast im Land, oder das ja, oder über längere Zeit nicht die Möglichkeit, eine Arbeit zu finden oder immer wieder arbeitslos wird als Gastarbeiter, der muss dann wirklich auch schauen, dass er sich seine Existenz im Heimatland aufbaut. Wie steht die FPÖ zur Gesamtschule? Im städtischen Bereich haben die Hauptschulen teilweise ein Niveau, das halt sehr, sehr niedrig angesetzt ist. Da gibt es große Probleme, das gibt es im ländlichen Raum ja nicht. Und ich glaube, das Problem müsste anders gelöst werden, nämlich dass man immer darauf achtet, dass wer auch immer am Regelschulunterricht teilnimmt, dass der auch dem Unterricht folgen kann, also was die Sprachkenntnisse anbelangt. Und ansonsten wieder das differenzierte Modell beibehalten. Wie sind die Ansätze oder die Grundansätze der FPÖ zum Thema Jugendkriminalität? In der Jugend, das ist also jenes Alter, wo es sich entscheidet, in welche Richtung ein Mensch geht. Und wenn man in dieser Zeit einen kriminellen Weg einschlägt, dann kommt man davon üblicherweise nicht so schnell wieder weg oder nur sehr, sehr schwer weg. Das heißt, wir müssen, haben wir schon vorher besprochen, bei der Jugendbeschäftigung ansetzen und schauen, dass dort auch wirklich Beschäftigung da ist und dass die Chancen da sind, dass man auch eine Zukunft sieht, in die man gehen kann, und dass wir alles daran setzen müssen, dass man ja im Drogenbereich nicht abhängig wird.
Eines haben wir mal vorgeschlagen, das hatte ich nach wie vor für interessant, dass wenn ein Jugendlicher eine Straftat begeht, die mehr ist als ein Lausbuben oder Lausmädchenstreich, dass man dann sagt, okay, also du hast das gemacht und der Führerschein kommt erst also mal 6 Monate später. Das hat mir wirklich weh. Wie Sie wissen, sind ja in Zeiten der schwarz-blauen Koalition die Jugendgerichtshöfe abgeschafft worden. Mhm. Und da ist die Frage, ist da die Position der FPÖ unverändert? Es hat wirklich sehr viel dafür gesprochen, diesen Jugendgerichtshof abzuschaffen. Und wir wollen das auch nicht mehr ändern. Ne? Wie stehen Sie als Familiensprecher der FPÖ zur Pflegedebatte? Da gibt es 2 Dinge, die wesentlich sind. Erstens Pflegegeld. Da hat es also einen ganz, ganz massiven Inflationsverlust gegeben vor in den letzten Jahren. Das müsste zumindest wer dann gepasst werden. Da habe ich auch beantragt, dass wann immer jemand einen Angehörigen pflegt, der in der Pflegestufe eingestuft ist, dass in dieser Zeit auch ein Pensionsanspruch erworben werden kann. Die FPÖ ist ja auch, fährt ja auch einen ganz massiven Anti-EU-Kurs. Unter anderem auch bezüglich Volksabstimmung zum EU-Vertrag oder zum Lissabon-Vertrag. Wir wollen aus Europa nicht austreten. Wir wollen aber, dass dann, wenn eine Entwicklung eintritt, die Österreich gefährdet, dass man dann die Bürger fragen soll, ob sie noch in der EU, in der politischen Union, Mitglied sein wollen. Sie haben es gerade schon angesprochen wegen Gentechnik und auch wegen Atomkraftwerken. Dazu die Frage, welche Position vertritt die FPÖ in umweltpolitischen Fragen allgemein? Für mich ist Umweltpolitik die eine Seite einer Medaille, wo auf der anderen Seite Energiepolitik draufsteht. Das gehört ganz, ganz eng zusammen. Wir werden, und darauf müssen wir uns einstellen, nicht immer fossile Energieträger zur Verfügung haben. Auch anreicherbares Uran für Kernkraftwerke steht nur mehr etwa 45 Jahre zur Verfügung. Das heißt, wir müssen die Ressourcen nutzen, die wir in Österreich haben. Wir haben das große Glück, dass wir Wasserkraft haben. Natürlich haben wir auch Geothermie, wir haben Gott sei Dank Biomasse, Photovoltaik, Windkraft, alles das müssen wir nutzen, damit wir uns auch unabhängig machen. Viele Leute sagen, Österreich ist frei. Heute ist Österreich nicht frei, weil wir in der Frage der Energielieferungen unfrei sind und weil wir unsere Ressourcen, die wir haben, in weiten Bereichen nicht nutzen.